Das sind die Lomo Square Front Anamorphoten, Vintage-Optiken aus der Sowjetunion, alte Objektive mit dieser typischen viereckigen Front. Dahinter verbirgt sich die anamorphotische Frontlinse, die sitzt hier vorne drin. Wir haben davon einen Dreiersatz, das ist einmal die 35 mm, dann die 50 mm und die 80 mm. Haben alle eine Anfangsblende so um die T2,5. Wobei man doch durchaus gut beraten ist, die ein Stück weit zu kneifen, denn die grundsätzliche Schärfe der Lomos ist jetzt nicht ganz so hoch wie bei modernen Linsen. Interessant sind die Optiken ja vor allem deswegen, weil sie die maximale Sensorgröße ausnutzen. Das sind Zweifach-Anamorphoten, das heißt, wir erreichen dann am Ende durch die Entzerrung ein Bildseitenverhältnis von 1 zu 2,35, also das, was man als Scope kennt oder eben das maximale Breitbild. Wir haben verschiedene Effekte durch diese anamorphotische Aufnahmeweise. Das eine ist erstmal, dass man mit ziemlich langen Brennweiten arbeitet. Ihr seht es gleich in den Aufnahmen, man hat hier so eine 35 mm Festbrennweite für die Totale und bekommt ein wirklich weites Bild. Also ich kann sehr, sehr viel Raum erzählen, habe trotzdem die Verdichtung, wie ich sie eben mit einer längeren Brennweite habe. Also 35 mm hat natürlich schon eine etwas reduzierte Schärfentiefe. Ich verdichte den Raum und erzähle trotzdem die große Weite. Das ist das eine. Das andere sind diese typischen Artefakte oder Charakteristika von Anamorphoten. Das ist einmal eben das Bokeh, die Art und Weise, wie sie mit dem Focus-Roll-Off umgehen, wie ich zum Beispiel Unschärfen im Hintergrund eben erlebe, die nicht mehr kreisrund sind, sondern die gestaucht werden, wo sich quasi der Front-Anamorphot hier abbildet. Und dann natürlich auch die Art und Weise, wie sie mit Lensflares umgehen. Also sobald ich einen Einstrahler bekomme, bilden sich diese waagrechten, typischen anamorphotischen Lensflares. Das sind alles so Besonderheiten, Abweichungen von der Norm, die den Einsatz dieser Anamorphoten so spannend machen, weil man einfach eine ganz eigene Ästhetik, finde ich, damit erzählen kann. Schaut euch die Aufnahmen an, urteilt selber. Wir haben eben diesen Dreiersatz, mit dem man tatsächlich auch eine normale Auflösung ganz gut abgedeckt bekommt, dadurch, dass mit 35 mm eben tatsächlich schon eine totale zu erzählen ist. Mit welchen Kameras kann man die Anamorphoten benutzen? Wichtig ist natürlich erstmal, dass ich einen Sensor habe, der überhaupt die Höhe bietet in der Vertikalen. Wir haben jetzt für den Test eine Red Monstro benutzt. Die ist natürlich sehr variabel durch die unterschiedlichen Sensoreinstellungen. Die Testaufnahmen, die ihr jetzt seht, sind in 4,5K gedreht. Das heißt, der Sensor ist etwas reduziert in seiner Größe. 6K geht auch. Allerdings vignettieren sie dann etwas an den Rändern, was wir jetzt für diesen Test eher unpassend fanden. Neben der Monstro, die dafür sehr gut geeignet ist, kann man zum Beispiel auch auf der Alexa Mini sehr gut arbeiten. Man kann dann ja den Sensor im 4 zu 3 Modus benutzen und de-squeeze das Bild beim Monitoring. Eine weitere Kamera, die dafür auch in Frage käme, wäre zum Beispiel eine Ursa Mini Pro. All diese Kameras entzerren das Bild bei der Aufnahme, was ich total wichtig finde, weil das natürlich schwierig ist, mit einem elliptisch gestauchten Bild zu kadrieren. Deswegen Ursa Mini, Alexa Mini. Oder eben eine Red Monstro. Was man vielleicht wissen sollte oder bedenken sollte, die Farbeinheit zwischen den Linsen ist nicht so ganz gegeben. Ihr seht es bei den Aufnahmen, die 50 mm weicht so ein bisschen ab. Die ist etwas kühler und auch irgendwie ein bisschen knackiger als die 35 und die 80. Thank you.
Das war ein kurzer Einblick in den Look, in die Ästhetik der Lomo Square Front Anamorphoten. Es wäre toll, wenn ich euch ein bisschen Lust machen konnte, die Objektive vielleicht einfach mal selber auszuprobieren. Ruft uns an, kontaktiert uns, kommt vorbei, testet sie und gebt vielleicht auch eurem nächsten Projekt den Lomo-Look.